Unterwegs zum Goldland, auf den Spuren der rätselhaften Yaro-Indianer. Die Piste verläuft hoch über dem Canyon des Rio Marañón, einem der Quellflüsse des Amazonas. Gegenüber zerklüftete Felsriegel, die senkrecht zum Fluss abfallen. Nur auf unserer Seite gibt es flachere Stellen, wo seit Jahrhunderten Felder beackert werden. Ein uralter Kulturboden. Wir sind vor Piruru, dem heiligen Ort der Yaros, auf 3.900 Meter Höhe. Sein Geheimnis verbirgt sich vorerst noch hinter 10 Meter hohen Wehrmauern. Ein respektgebietendes Bollwerk aus vermörtelten Bruchsteinen. Die indianischen Festungsspezialisten haben mit Absicht keine glatte Front errichtet. Einige Mauerabschnitte springen vor, andere sind nach hinten versetzt. Diese geniale Staffelung machte die Konstruktion äußerst stabil und erschwerte angreifenden Feinden den Durchbruch. Nirgendwo ein Tor. Man läuft den mächtigen Schutzwall ein gutes Stück außen entlang, biegt um die Ecke und steht dann im Innern der Anlage. Der Anblick überrascht und überwältigt jeden. Da erheben sich mehrere Gebäude im flachen Halbkreis nebeneinander, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt. Eine steinerne Theaterkulisse von grandiosem Ausmaß. Noch als Ruine eindrucksvoll. Die rechteckigen Giebel hatten keine statische Funktion, sondern waren reines Dekor, ebenso wie die Simse aus Schieferplatten. Die seltsamen Häuser ziehen sich 5 Stockwerke hoch. Diese mehrgeschossige Bauweise ist einmalig für ganz Südamerika. Das Erdgeschoss ist wesentlich breiter als die oberen Etagen, zu denen Trittsteine und Wendeltreppen führen. Schmale Durchgänge verbinden die einzelnen Kammern. Man kann sie nur in gebückter Haltung durchlaufen. Höchst unwahrscheinlich also, dass es sich hier um eine Wohnanlage handelt. Das exakte Vermessen der Räume und Nischen liefert den endgültigen Beweis. Die Höhe beträgt 92 cm und die Breite 60. In diesen engen Behausungen haben mit Sicherheit keine Menschen gelebt. Außerdem weisen Ritzsteine im Mauerwerk auf eine rein kultische Bedeutung hin. Die Spirale symbolisierte bei vielen Naturvölkern ewige Wiederkehr. Überwindung des Todes und neues Leben. So wurden diese Hochhäuser einzig und allein für die Toten errichtet, die auf ihre Wiedergeburt warteten.
In den schmalen Nischen kauerten die zusammengeschrumpften Mumien verstorbener Könige. Die Jaros stellten sie regelrecht zur Schau und blickten jahrhundertelang voll Ehrfurcht auf diese Galerie des Todes. Längst aber haben Grabräuber die reich geschmückten Leichen gestohlen. Das geschändete Mausoleum von Pirudu liegt heute einsam und verfallen oberhalb des früheren Wohnbereiches. Dort haben französische Archäologen nur ein einziges Haus untersucht und sein Baujahr bestimmen können. 1000 vor Christus. Zu welch sensationellen Ergebnissen käme man erst, wenn hier ausgiebig gegraben würde? Die Totenstätte hier oben auf den baumlosen, 4000 Meter hohen Felskämmen wurden bisher kaum erforscht, geschweige denn vermessen. Es gibt auch keine exakten Zeichnungen oder Pläne von ihnen. Die Archäologen haben bisher nur hier und da ein paar Probegrabungen vorgenommen. Das Geheimnis des Jaro-Volkes liegt also weiterhin unter diesen Steinen verborgen. Ihre Kultur aber, so vermuten die Wissenschaftler, hängt eng zusammen mit einem sagenumwobenen Ort weit im Norden, mit Gran Parateng. Gran Parateng liegt am Osthang der Anden, mitten im tropischen Regenwald, fast 200 Kilometer Luftlinie von unserem Standort entfernt. Einen direkten Weg dorthin gibt es nicht. Der beste Ausgangspunkt für eine Expedition ist Ranhui am Rio Huallaga, ein Dschungelnest mit Flugpiste. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erst wieder zurück nach Lima. Flughafen Lima, ein nebliger Junimorgen, typisch für die Hauptstadt am Pazifik. Wir verstauen unsere Ausrüstung in der kleinen Chartermaschine, einer zweimotorigen Beechcraft King Air. Die peruanischen Inlandlinien fliegen Ranhui nur selten an. Die weiße Kühlbox enthält Einwegspritzen und mehrere Ampullen Serum. Wir nehmen es vorsorglich mit zum Schutz gegen Giftschlangen, von denen es im tropischen Waldgebiet nur so wimmeln soll. Dann sind wir auch schon in der Luft und nehmen Kurs Nordost. Das Instrumentenpanel mit den wichtigsten Flugdaten. Rechts oben der Höhenmesser. Er zeigt 7000 Meter über dem Meer an. Links außen der Tacho. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 140 Knoten, das sind 250 Stundenkilometer. Ist er wieder, der Yeru Paja, der heilige Gipfel der Jaros, Perus zweithöchster Berg. Kein anderes Massiv in den Anden hat so steile Flanken und wilde Grate wie dieser 6632 Meter hohe Eisriese. Im Juli 1939 wurde der Yeru Paja erstmals bestiegen von amerikanischen Studenten. Aber er strafte seine Bezwinger. Nach dem Abstieg mussten ihnen wegen schwerer Erfrierungen alle Fußzehen amputiert werden. Die Region des ewigen Schnees liegt hinter uns. Wir verfolgen die weitere Route auf einer Spezialkarte. Sie wurde im Auftrag der peruanischen Regierung von einem deutschen Institut hergestellt und besteht aus einem Mosaik von Satellitenaufnahmen. Jedes Blatt im Maßstab 1 zu 250.000
gibt die Merkmale der Landschaft genauestens wieder. Wir nähern uns Khan Hui, einer Dschungelbasis mit 30.000 Einwohnern. Unter uns wälzt der Rio Huallaga seine lehmigen Fluten dem Amazonas entgegen. Kurz vor der Landung dreht der Pilot die Trimmung und stellt die Maschine schwanzlastig, damit die schweren Motoren sie vorn nicht nach unten drücken. In Khan Hui erwarten uns angenehme 30 Grad, ein paar schlichte Häuser und prächtige, über 10 Meter lange Boote. Diese sogenannten Lanchas werden aus dem harten, rötlichen Holz der Amazonas-Zeder gezimmert. Oft laden die geräumigen Boote in Khan Hui eine höchst gefährliche Fracht. Das Dschungelnest gilt als heißer Drogenplatz. Seit Jahren schon baut man hier statt Mais und Reis nur noch Koka an, die Base für Kokain. Im Umkreis von Khan Hui sind 100.000 Hektar bestes Ackerland mit Kokasträuchern übersät. Und der Rio Huallaga ist der wichtigste Transportweg für den Handel mit dem todbringenden weißen Gold der Tropen. Vor 400 Jahren wurde hier nach echtem Gold gesucht. Der spanische Konquistador Pedro de Ossua befuhr als erster den Huallaga. Er leitete eine Expedition zum sagenhaften Königreich El Dorado. Monatelang ließ er sich mit seinen Soldaten in ähnlichen Booten flussabwärts treiben, ohne eine Spur vom Goldland zu finden. Maßlos enttäuscht brachten ihn schließlich seine eigenen Leute um. Das war 1561. Wir fuhren den Huallaga stromaufwärts, bogen dann in den Huallabamba ein, schließlich in einen weiteren Nebenfluss, den Rio Abiseo. Er kommt aus der Gegend von Gran Pachateng. Gran Pachateng. Unser heiß ersehntes Ziel, der magische, jahrhundertealte Kultplatz im Dschungel. Unser Plan war, den Oberlauf des Abiseo zu erreichen. Dort wollten wir in einer der winzigen Siedlungen Pferde und Träger mieten für den Aufstieg in den Bergwald, Richtung Gran Pachateng. Aber schon nach wenigen Kilometern ist der Fluss wegen Niedrigwasser unpassierbar. Pech. Wir müssen wieder zurück nach Khan Hui. Ein zweiter Versuch, diesmal mit einem Hubschrauber der peruanischen Luftwaffe. Das leicht betagte Modell vom Typ Bell 212 nimmt Kurs auf die immergrünen Berge. In etwa 30 Minuten müssten wir über Gran Pachateng sein. Oscar und Edmundo sind erfahrene Dschungelpiloten. Wir wissen durch sie, dass wir nur bis Mittag hier oben bleiben können. Dann nämlich hat sich die feuchtwarme Luft aus dem Urwald so aufgeheizt, dass sie die Thermik bedrohlich durcheinander bringt. In der dünnen Luft nimmt die Triebwerksleistung rapide ab. Tückische Fall- und Scherwinde erhöhen noch die Gefahr. Der Helikopter könnte wie ein Stein herunterfallen. Ein grenzenloses Waldmeer. Blinkende Flussschleifen bilden die einzige Wegmarke. Irgendwo dort unten muss Gran Pachateng liegen. Vor über 20 Jahren wurde die Ruinenstadt zufällig auf einem 2800 Meter hohen Bergsattel entdeckt. Eine peruanische Expedition holzte damals das Gelände ab und legte einige Gebäude frei. Aus dieser Zeit stammen unsere Fotos.
Breite Treppen führen zu mehrgeschossigen kreisrunden Anlagen aus Schieferziegeln. Ein ähnlicher Baustil also wie im Yarrow-Gebiet. Nur haben die unbekannten Architekten von Pachateng die Mauern viel reicher verziert. Der Kondor. Für die Bewohner offenbar ein heiliges Tier. Die Inkas haben diesen Vogel des Lichts nie abgebildet. Nur die Kulturen vor ihnen. Gran Pachateng ist also älter als jede Inka-Stadt. Eine Gruppe von meditierenden und tanzenden Figuren starrt unverwandt nach Osten. Die plastischen Köpfe aus rotem Sandstein sind mit einem Zapfen im Mauerwerk verankert. Sie tragen eine breit gefächerte Federkrone und verkörpern die Chunchos, die wilden Indianer der tropischen Wälder. Haben sie Pachateng gegründet? Wozu dienten die Rundbauten mit ihrem auffälligen Wandschmuck? Waren es königliche Wohnungen, Grabkammern oder Tempelbezirke? Niemand weiß es. Längst hat der Dschungel die Ruinen wieder unter sich begraben. Wir kreisen über dem Schnittpunkt der beiden Koordinaten, mit denen man seinerzeit die Lage von Gran Pachateng bestimmt hat. Aber die Tarnung ist perfekt. Nicht die geringste Spur einer alten Siedlung. Immer mehr Wolken ballen sich zusammen. Wir erkennen kaum noch etwas, verstehen jetzt aber, warum die Einheimischen von einem geheimnisvollen Nebelvolk erzählen, das hier oben leben soll. In den abgrundtiefen Waldtälern brütet die Hitze und steigt die Hänge herauf. Es wird höchste Zeit, dass wir die Gegend verlassen. Nur mit Mühe bringt der Pilot die Maschine aus der zerklüfteten Schlucht heraus und drückt sie mit voller Power an den Steilwänden hoch. Die über 3000 Meter hohen Felsklippen sind zum Greifen nah. Zurück bleibt die riesige Selva Virchen, jungfräulich unberührter Regenwald mit seinen verschollenen Geisterstätten. Unser Sprit geht zu Ende. Wir müssen zwischenlanden, um aus einem Fass an Bord Kerosin nachzufüllen. Der Pilot steuert eine Sandbank im Rio Huallaga an. Wir haben alles versucht, um Gran Pachateng zu finden. Wir haben uns die besten Karten besorgt, die es gibt. Wir haben einen Militärhubschrauber, einen erfahrenen Piloten und einen ortskundigen Co-Piloten angeheuert. Unter normalen Umständen müsste Pachateng zu finden sein. Seine Lage ist bekannt, die Koordinaten stehen fest. Aber die Verhältnisse dort droben im Bergland sind nicht normal. Während hier unten im Tal die Sonne scheint, hängen da oben zwischen den waldbedeckten Felskämmen
dicke Regenwolken und versperren jegliche Sicht. Wir wollten Gran Parateng finden. Aber die Apus, die Berggeister, die nach dem Glauben der Indianer für das Wetter zuständig sind, haben es verhindert. Schade. Doch Gran Parateng und seine rätselhaften Chunchos, die Dschungelindianer mit den Federkronen, ließen uns nicht mehr los. Wir verfolgten ihre Spur bis ins eisige Hochland der Anden, in ein abgelegenes Tal östlich der alten Inka-Hauptstadt Cusco. Jedes Jahr vor Fronleichnam rumpeln zahllose Lastwagen über die Schotterpiste Cusco-Mabayani, die Ladeflächen voll mit fröhlichen Indios. Kurz vor dem letzten Dorf passieren die Fahrzeuge den 6384 Meter hohen Ausangatte. Seit Menschengedenken ist er für die Indianer ein heiliger Berg. Denn über seinen eisgepanzerten Flanken thront der Apu Ausangatte, noch heute ein hochverehrter Gott. In Mabayani hört die Straße auf. Hier parken hunderte von LKWs. Hier sammeln sich die Indios und hier haben wir unser erstes Lager errichtet, auf 4200 Meter Höhe. Eine Herde Lamas und Alpakas weckt uns. Der Morgen ist frostklar und sonnig. Wir schließen uns einem riesigen Zug von Indios an. Sie sind seit Tagen, manche schon seit Wochen unterwegs. Viele kommen von weit her, einige sogar aus Bolivien oder den tropischen Wäldern östlich der Kordillere. In ihren bunten Schultertüchern haben sie alles dabei, was sie brauchen. Lebensmittel, Decken, Brennholz für nächtliche Feuer. Tausende indianischer Bauern sind auf einer beispiellosen Wallfahrt. Ihr Ziel ist das Heiligtum von Coyuriti. Das Mysterium der Anden. Wer diese Pilgerreise einmal mitgemacht hat, der muss nach einem ungeschriebenen Gesetz auch die nächsten 4 Jahre daran teilnehmen. Nur so sichert man sich Gesundheit und Fruchtbarkeit für Familie und Vieh. Selbst beim beschwerlichen Aufstieg in der dünnen Luft spielen die Indios ihre fröhlichen Lieder. Es ist keine ernste, feierliche Prozession, wie wir sie aus Europa oder den südamerikanischen Hauptstädten kennen. Ganze Dorfgemeinschaften gehen geschlossen auf Wallfahrt. Der Einzelne zählt kaum. Wichtig ist die Familie, die Gruppe, der Stamm. Das gilt seit Jahrhunderten so. Für unser Streben nach Individualität und persönlicher Entfaltung haben diese Indianer wenig Verständnis. Sie selbst nennen sich übrigens niemals Indios, sondern Runa, das heißt Menschen. Und sie sehen sich nur als winzigen Teil des Kosmos, in dem die Götter, Tiere, Pflanzen und Steine einen ebenbürtigen Platz haben. Kein Indianer denkt daran, sich die Erde untertan zu machen. Sein Ziel ist die Harmonie aller Wesen. Auch bei einer kurzen Rast vergessen sie die Götter nicht.
Wie ihre Vorfahren glauben sie, dass in einer beseelten Natur selbst die Steine magische Kräfte speichern. Sie errichten aus ihnen Apachetas, schlichte Dankaltäre für die Himmlischen. Gleichzeitig drückt man damit seine Bereitschaft zur Buße aus, lädt alle Sünden wie eine felsenschwere Last vor Gott ab. Die wundertätigen Steine regen die Fantasie an. Eine junge Frau baut daraus in kleinem Maßstab liebevoll ihr Traumhaus, gleich mit mehreren Etagen. Sie hofft, dass nach der Wallfahrt ihr Wunsch nach einem eigenen Heim in Erfüllung geht. Diese Modelle heißen Inkaichus. Der Tag geht allmählich zu Ende. Lange Schatten kriechen die kahlen Hänge hinauf. Es wird empfindlich kühl. Wir sind erschöpft. Die heitere Gelassenheit unserer Begleiter stimmt uns nachdenklich. Sechs Stunden sind wir jetzt unterwegs. Doch der Pilgerpfad zieht sich noch eine ganze Weile bis Sinakara, am Ende des Hochtals. Dort wollen wir unser zweites Lager errichten, wenn möglich noch vor Dunkelheit. Die Temperaturen sinken hier nachts auf minus 10 Grad. Die Indios werden im Freien schlafen. Im letzten Licht glüht der Ausangatte, der mächtige Apu. Und wacht über die Gesundheit von Mensch und Tier. Wir fangen an, ihm zu vertrauen. In der klaren Nacht über dem Hochtal leuchten die Plejaden, das Siebengestirn. Sie waren seit April verschwunden und sind nun wieder am Firmament aufgetaucht. Mit ihrer Rückkehr begann für die Inkas das neue Jahr, die Wiedergeburt der Erde nach den dunklen Zeiten des Chaos. Die Wallfahrt von Coyoriti findet auch zu Ehren dieses Sternbilds statt. Am nächsten Morgen. Wir machen die Ausrüstung fertig. Auch die Indios, die sich während der Nacht zwischen unseren Zelten niedergelassen haben, bereiten sich vor. Sie basteln einen seltsamen Kopfputz. Wir reiben uns die Augen. Das sind doch die Federn tropischer Vögel. Vögel, die es im baumlosen Hochland gar nicht gibt. Weicher Flaum und lange Schwanzfedern vom Arakanga und Blau-Arara, den größten Papageien der Welt. Die Männer fertigen daraus prächtige Federkronen, die gleichen, wie sie die steinernen Tänze auf den Mauern von Gran Parateng tragen. Es ist unsere erste direkte Begegnung mit den Chunchos, den wilden Urwald-Indianern. Was sie in diese fremde Umgebung verschlagen hat, erfahren wir später. Unmittelbar neben unseren Zelten am eiskalten Bergbach machen die Indios Morgentoilette. Vergnügt und hilfsbereit, wie es ihre Art ist. Thank you.
Wir haben schlecht geschlafen. Wolfgang, unser Toningenieur, klagt über Schmerzen. Das Kopfschmerzen fing heute Nacht an, ziemlich stark. Hoffentlich hat ihn nicht der Sorocha erwischt, die gefürchtete Höhenkrankheit. Gustavo, der Expeditionsarzt, betreut ihn. Kein Wunder, dass wir Probleme haben. Mein Höhenmesser zeigt 4580 Meter an. In dieser extremen Lage enthält die Luft nur noch halb so viel Sauerstoff wie über dem Meeresspiegel. Den Indios macht das überhaupt nichts aus. Ihr Organismus hat sich der rauen Gebirgszone perfekt angepasst. In ihren Adern fließen 2 Liter mehr Blut. Es enthält fast 3 Millionen mehr rote Blutkörperchen als unseres. Aus dem Kochzelt duftet es verführerisch. Ein sorgfältig zusammengestelltes Ernährungsprogramm ist in dieser Höhe sehr wichtig. Gut gewürzte, vor allem salzhaltige Speisen, genügend Vitamine, viel Tee und Mineralwasser. Hier oben muss man eine Menge trinken, denn die dünne Luft pumpt die Flüssigkeit geradezu aus dem Körper. Über Sinakara. Endstation der Wallfahrt und Schauplatz des anschließenden Festes, das 5 Tage dauern wird. Auch die Indios stärken sich für die anstrengenden Veranstaltungen. Improvisierte Garküchen halten eine preiswerte Mahlzeit bereit. Noch immer treffen Pilger ein. Kaum eine Gruppe, die nicht Musik macht. Die Federkronen der Dschungel-Indianer vor den Gletschern der Anden. Ein Symbol für die magische Anziehungskraft dieses Ortes. Hier am Ende des Tales begegnete im Jahr 1780 ein Viehhirt dem Christuskind. Das Wunder sprach sich schnell herum. Die Kirche steht an der Stelle, wo die Erscheinung in einem Felsen verschwand. Das Allerheiligste des Herrn von Coyoriti filmen wir nicht. Die Indios haben uns darum gebeten. Auf den ersten Blick ein christlicher Wallfahrtsort. Die Pilger lassen ihre Hausaltäre, Heiligenbilder und Reliquienschreine segnen, zünden Kerzen an und opfern Münzen. Aber unter der dünnen katholischen Folie brodeln uralte heidnische Kräfte. Das merkt man spätestens, wenn Hunderte von kostümierten Gruppen ihre rituellen Tänze vorführen, direkt neben der Kirche. Das sind die reichen Alpaka-Treiber und Wollhändler vom Altiplano, dem Hochland nahe der bolivianischen Grenze. An ihrem Gürtel baumeln ausgestopfte Jungtiere, ein Fruchtbarkeitssymbol aus vorspanischer Zeit. Noch heute werden in der Sierra beim Bau eines Hauses gedörrte Lama-Embryos im Fundament vermauert, zum Segen von Heim und Bewohnern. Hier tanzen Ukukus, die Bärenmenschen, in ihren zottigen Fellen. Auftritt der Chunchos. Nach einer alten Sage waren sie die ersten Bewohner des Berglands.
einer frostklirrenden Welt, die nur der Mond beleuchtete. Sie besaßen ungeheure Kräfte und das machte sie überheblich. Zur Strafe erschufen die Götter die Sonne. Ihr Feuer tötete die meisten Chonchos. Der Rest floh vor der sengenden Glut in den dichten Dschungel östlich der Anden, wo kein Licht durchdringen konnte. Jetzt kehren die Bewohner der grünen Hölle jedes Jahr symbolisch zurück in ihre raue Urheimat und verneigen sich demütig vor den siegreichen Strahlen des Sonnengottes. Wo nicht getanzt wird, geht es zu wie auf dem Jahrmarkt. Aber der gehört zu allen Wallfahrten. Schausteller locken mit exotischen Tieren. Affen aus dem Urwald sind hier oben ein ungewohnter Anblick. Weise Frauen bieten Heilkräuter und Zauberwurzeln an. Langwährende Gesundheit und die Genesung von schwerer Krankheit sind ja ein Hauptmotiv dieser Wallfahrt. Freilich, den Heilkräften der Natur vertraut man mehr als den Segensformeln der Priester. Den reichsten Segen spendet der Berg über dem Hochtal. Auf dem 4900 Meter hohen Koyoridi, dem Sternengletscher, wimmelt es von Menschen. Indianer beim Wintersport? Weit gefehlt. Die Indios, die sich auf das wild zerklüftete Eisfeld wagen, beten für das Seelenheil ihrer Vorfahren. Sie bitten um Erlösung der Verdammten, die in ihrem Leben eine Todsünde begangen haben und unsichtbar zwischen den Felsen herumirren. Ukukus, Bärenmenschen, besteigen den Gletscher. Ein Ukuku ist der symbolische Vermittler zwischen völlig gegensätzlichen Welten. Aufrecht stehend wie ein Bär, vereint er das Tier mit dem Menschen. In Höhlen lebend, verbindet er die Unterwelt der Geister mit der bewohnten Erde. Ukukus sprechen mit einer Fistelstimme, tragen also noch männliche und weibliche Elemente in sich. Erst durch die Teilnahme an der Wallfahrt reifen sie zum Mann. Nur die Ukukus sind auserwählt, Eisblöcke aus dem heiligen Gletscher zu schlagen. Sie tun das vor allem in der Nacht vor dem Ende des Festes. Morgendämmerung. Der letzte Tag von Koyoridi. Die Bärenmenschen verlassen den Sternengletscher. Der Abstieg ins Tal richtet sich nach dem Zeitplan des Sonnengottes. Erst wenn er dünne Strahlen über die Granitkämme schickt, formieren sich die Ukukus zu einer langen Reihe und setzen sich in Bewegung. Der Transport der zentnerschweren Eisblöcke wird zu einem wahren Triumphzug für diese einfachen Menschen, die sich als Helden einer abenteuerlichen Reise zu ihren Göttern fühlen.
Leute aus dem Lager im Tal kommen den Ukukus mit Musik und wehenden Fahnen entgegen und vereinen sich mit ihnen. Das letzte Stück gehen sie gemeinsam. Die glitzernde Last wird später an die Dorfgemeinschaften verteilt und geschmolzen. Man füllt das Wasser des heiligen Gletschers in Flaschen und nimmt es mit nach Hause. Der Zaubertrank des Eisgottes verspricht ewige Gesundheit. Eldorado fanden wir nicht. Aber wir haben eine Ahnung bekommen vom tiefen Glauben fremder Menschen. Von der fantasievollen Kraft ihrer Tradition. Die Seele des Indianers hält dieses Fest am Leben, solange die heiligen Berge über ihren Kindern wachen. Auf dem 4.900 Meter hohen Coyoriti, dem Sternengletscher, wimmelt es von Menschen. Indianer beim Wintersport? Weit gefehlt. Die Indios, die sich auf das wild zerklüftete Eisfeld wagen, beten für das Seelenheil ihrer Vorfahren. Sie bitten um Erlösung der Verdammten, die in ihrem Leben eine Todsünde begangen haben und unsichtbar zwischen den Felsen herumirren. Ukukus, Bärenmenschen, besteigen den Gletscher. Ein Ukuku ist der symbolische Vermittler zwischen völlig gegensätzlichen Welten. Aufrecht stehend wie ein Bär, vereint er das Tier mit dem Menschen. In Höhlen lebend, verbindet er die Unterwelt der Geister mit der bewohnten Erde. Ukukus sprechen mit einer Fistelstimme, tragen also noch männliche und weibliche Elemente in sich. Erst durch die Teilnahme an der Wallfahrt reifen sie zum Mann. Nur die Ukukus sind auserwählt, Eisblöcke aus dem heiligen Gletscher zu schlagen. Sie tun das vor allem in der Nacht vor dem Ende des Festes. Morgendämmerung. Der letzte Tag von Coyoriti. Die Bärenmenschen verlassen den Sternengletscher. Der Abstieg ins Tal richtet sich nach dem Zeitplan des Sonnengottes. Erst wenn er dünne Strahlen über die Granitkämme schickt, formieren sich die Ukukus zu einer langen Reihe und setzen sich in Bewegung. Daran teilnehmen. Nur so sichert man sich Gesundheit und Fruchtbarkeit für Familie und Vieh.
Selbst beim beschwerlichen Aufstieg in der dünnen Luft spielen die Indios ihre fröhlichen Lieder. Es ist keine ernste, feierliche Prozession, wie wir sie aus Europa oder den südamerikanischen Hauptstädten kennen. Ganze Dorfgemeinschaften gehen geschlossen auf Wallfahrt. Der Einzelne zählt kaum. Wichtig ist die Familie, die Gruppe, der Stamm. Das gilt seit Jahrhunderten so. Für unser Streben nach Individualität und persönlicher Entfaltung haben diese Indianer wenig Verständnis. Sie selbst nennen sich übrigens niemals Indios, sondern Runa, das heißt Menschen. Und sie sehen sich nur als winzigen Teil des Kosmos, in dem die Götter, Tiere, Pflanzen und Steine einen ebenbürtigen Platz haben. Kein Indianer denkt daran, sich die Erde untertan zu machen. Sein Ziel ist die Harmonie aller Wesen. Auch bei einer kurzen Rast vergessen sie die Götter nicht. Wie ihre Vorfahren glauben sie, dass in einer beseelten Natur selbst die Steine magische Kräfte speichern. Sie errichten aus ihnen Apachetas, schlichte Dankaltäre für die Himmlischen. Gleichzeitig drückt man damit seine Bereitschaft zur Buße aus, lädt alle Sünden wie eine felsenschwere Last vor Gott ab. Wundertätigen Steine regen die Fantasie an. Eine junge Frau baut daraus in kleinem Maßstab liebevoll ihr Traumhaus, gleich mit mehreren Etagen. Sie hofft, dass nach der Wallfahrt ihr Wunsch nach einem eigenen Heim in Erfüllung geht. Diese Modelle heißen Inkaichus. Tag geht allmählich zu Ende. Wo nicht getanzt wird, geht es zu wie auf dem Jahrmarkt. Aber der gehört zu allen Wallfahrten. Schausteller locken mit exotischen Tieren. Affen aus dem Urwald sind hier oben ein ungewohnter Anblick. Weise Frauen bieten Heilkräuter und Zauberwurzeln an. Langwährende Gesundheit und die Genesung von schwerer Krankheit sind ja ein Hauptmotiv dieser Wallfahrt. Freilich, den Heilkräften der Natur vertraut man mehr als den Segensformeln der Priester. Den reichsten Segen spendet der Berg über dem Hochtal. Auf dem 4.900 Meter hohen Coyoridi, dem Sternengletscher, wimmelt es von Menschen. Indianer beim Wintersport? Weit gefehlt. Die Indios, die sich auf das wild zerklüftete Eisfeld wagen, beten für das Seelenheil ihrer Vorfahren. Sie bitten um Erlösung der Verdammten, die in ihrem Leben eine Todsünde begangen haben und unsichtbar zwischen den Felsen herumirren. Ukukus, Bärenmenschen, besteigen den Gletscher. Ein Ukuku ist der symbolische Vermittler zwischen völlig gegensätzlichen Welten. Aufrecht stehend wie ein Bär, vereint er das Tier mit dem Menschen. In Höhlen lebend, verbindet er die Unterwelt der Geister mit der bewohnten Erde. Ukukus
Kuckus sprechen mit einer Fistelstimme, tragen also noch männliche und weibliche Elemente in sich. Erst durch die Teilnahme an der Wallfahrt reifen sie zum Mann. Nur die Ukukus sind auserwählt, Eisblöcke aus dem heiligen Gletscher zu schlagen. Sie tun das vor allem in der Nacht vor dem Ende des Festes. Morgendämmerung. Der letzte Tag von Koyuriti. Die wundertätigen Steine regen die Fantasie an. Eine junge Frau baut daraus in kleinem Maßstab liebevoll ihr Traumhaus, gleich mit mehreren Etagen. Sie hofft, dass nach der Wallfahrt ihr Wunsch nach einem eigenen Heim in Erfüllung geht. Diese Modelle heißen Inkaichus. Der Tag geht allmählich zu Ende. Lange Schatten kriechen die kahlen Hänge hinauf. Es wird empfindlich kühl. Wir sind erschöpft. Die heitere Gelassenheit unserer Begleiter stimmt uns nachdenklich. Sechs Stunden sind wir jetzt unterwegs. Doch der Pilgerpfad zieht sich noch eine ganze Weile bis Sinakara, am Ende des Hochtals. Dort wollen wir unser zweites Lager errichten, wenn möglich noch vor Dunkelheit. Die Temperaturen sinken hier nachts auf minus 10 Grad. Die Indios werden im Freien schlafen. Im letzten Licht glüht der Ausangatte, der mächtige Apu, und wacht über die Gesundheit von Mensch und Tier. Wir fangen an, ihm zu vertrauen. In der klaren Nacht über dem Hochtal leuchten die Plejaden, das Siebengestirn. Sie waren seit April verschwunden und sind nun wieder am Firmament aufgetaucht. Mit ihrer Rückkehr begann für die Inkas das neue Jahr, die Wiedergeburt der Erde nach den dunklen Zeiten des Chaos. Die Wallfahrt von Koyuriti findet auch zu Ehren dieses Sternbilds statt. Am nächsten Morgen. Wir machen die Ausrüstung fertig. Auch die Indios, die sich während der Nacht zwischen unseren Zelten niedergelassen haben, bereiten sich vor. Sie basteln einen seltsamen Kopfputz. Die weiße Kühlbox enthält Einwegspritzen und mehrere Ampullen Serum. Wir nehmen es vorsorglich mit zum Schutz gegen Giftschlangen, von denen es im tropischen Waldgebiet nur so wimmeln soll. Dann sind wir auch schon in der Luft und nehmen Kurs Nordost. Das Instrumentenpanel mit den wichtigsten Flugdaten. Rechts oben der Höhenmesser. Er zeigt 7000 Meter über dem Meer an. Links außen der Tacho. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 140 Knoten. Das sind 250 Stundenkilometer. Ist er wieder, der Yerupaja, der heilige Gipfel der Yaros, Perus zweithöchster Berg.
Kein anderes Massiv in den Anden hat so steile Flanken und wilde Grate wie dieser 6.632 Meter hohe Eisriese. Im Juli 1939 wurde der Yerupacha erstmals bestiegen von amerikanischen Studenten. Aber er strafte seine Bezwinger. Nach dem Abstieg mussten ihnen wegen schwerer Erfrierungen alle Fußzehen amputiert werden. Die Region des ewigen Schnees liegt hinter uns. Wir verfolgen die weitere Route auf einer Spezialkarte. Sie wurde im Auftrag der peruanischen Regierung von einem deutschen Institut hergestellt und besteht aus einem Mosaik von Satellitenaufnahmen. Jedes Blatt im Maßstab 1 zu 250.000 gibt die Merkmale der Landschaft genauestens wieder. Wir nähern uns Xanjui, einer Dschungelbasis mit 30.000 Einwohnern. Unter uns wälzt der Rio Huallaga seine lehmigen Fluten dem Amazonas entgegen. Kurz vor der Landung dreht der Pilot die Trimmung Wir haben alles versucht, um Gran Parateng zu finden. Wir haben uns die besten Karten besorgt, die es gibt. Wir haben einen Militärhubschrauber, einen erfahrenen Piloten und einen ortskundigen Co-Piloten angeheuert. Unter normalen Umständen müsste Parateng zu finden sein. Seine Lage ist bekannt, die Koordinaten stehen fest. Aber die Verhältnisse dort droben im Bergland sind nicht normal. Während hier unten im Tal die Sonne scheint, hängen da oben zwischen den waldbedeckten Felskämmen dicke Regenwolken und versperren jegliche Sicht. Wir wollten Gran Parateng finden. Aber die Apus, die Berggeister, die nach dem Glauben der Indianer für das Wetter zuständig sind, haben es verhindert. Schade. Doch Gran Parateng und seine rätselhaften Chunchos, die Dschungel-Indianer mit den Federkronen, ließen uns nicht mehr los. Wir verfolgten ihre Spur bis ins eisige Hochland der Anden, in ein abgelegenes Tal östlich der alten Inka-Hauptstadt Cusco. Jedes Jahr vor von Leichnam rumpeln zahllose Lastwagen über die Schotterpiste Cusco-Mabayani, die Ladeflächen voll mit fröhlichen Indios. Kurz vor dem letzten Dorf passieren die Fahrzeuge den 6.384 Meter hohen Ausangatte. Seit Menschengedenken ist er für die Indianer ein heiliger Berg. Denn über seinen eisgepanzerten Flanken thront der Apu aus Angatte, noch heute ein hochverehrter Gott. In Mabayani hört die Straße auf. Hier parken hunderte von LKWs. Hier sammeln sich die Indios und hier haben wir unser erstes Lager errichtet. Auf 4200 und nehmen Kurs Nordost. Das Instrumentenpanel mit den wichtigsten Flugdaten. Rechts oben der Höhenmesser. Er zeigt 7000 Meter über dem Meer an. Links außen der Tacho. Wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von 140 Knoten,
Das sind 250 Stundenkilometer. Da ist er wieder, der Yerupacha, der heilige Gipfel der Yaros, Perus zweithöchster Berg. Kein anderes Massiv in den Anden hat so steile Flanken und wilde Grate wie dieser 6.632 Meter hohe Eisriese. Im Juli 1939 wurde der Yerupacha erstmals bestiegen von amerikanischen Studenten. Aber er strafte seine Bezwinger. Nach dem Abstieg mussten ihnen wegen schwerer Erfrierungen alle Fußzehen amputiert werden. Die Region des ewigen Schnees liegt hinter uns. Wir verfolgen die weitere Route auf einer Spezialkarte. Sie wurde im Auftrag der peruanischen Regierung von einem deutschen Institut hergestellt und besteht aus einem Mosaik von Satellitenaufnahmen. Jedes Blatt im Maßstab 1 zu 250.000 gibt die Merkmale der Landschaft genauestens wieder. Wir nähern uns Ranjui, einer Dschungelbasis mit 30.000 Einwohnern. Unter uns wälzt der Rio Huallaga seine lehmigen Fluten dem Amazonas entgegen. Kurz vor der Landung dreht der Pilot die Trimmung und stellt die Maschine schwanzlastig, damit die schweren Motoren sie vorn nicht nach unten drücken. In Ranjui erwarten uns angenehme 30 Grad, ein paar schlichte Häuser, Palmen. Nur auf unserer Seite gibt es flachere Stellen, wo seit Jahrhunderten Felder beackert werden. Ein uralter Kulturboden. Wir sind vor Piruru, dem heiligen Ort der Yaros, auf 3.900 Meter Höhe. Sein Geheimnis verbirgt sich vorerst noch hinter 10 Meter hohen Wehrmauern. Ein respektgebietendes Bollwerk aus vermörtelten Bruchsteinen. Die indianischen Festungsspezialisten haben mit Absicht keine glatte Front errichtet. Einige Mauerabschnitte springen vor. Andere sind nach hinten versetzt. Diese geniale Staffelung machte die Konstruktion äußerst stabil und erschwerte angreifenden Feinden den Durchbruch. Nirgendwo ein Tor. Man läuft den mächtigen Schutzwall ein gutes Stück außen entlang, biegt um die Ecke und steht dann im Innern der Anlage. Der Anblick überrascht und überwältigt jeden. Da erheben sich mehrere Gebäude im flachen Halbkreis nebeneinander, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt. Eine steinerne Theaterkulisse von grandiosem Ausmaß. Noch als Ruine eindrucksvoll. Die rechteckigen Giebel hatten keine statische Funktion,
sondern waren reines Dekor, ebenso wie die Simse aus Schieferplatten. Die seltsamen Häuser ziehen sich 5 Stockwerke hoch. Diese mehrgeschossige Bauweise ist einmalig für ganz Südamerika. Das Erdgeschoss ist wesentlich breiter als die oberen Etagen, zu denen Trittsteine und Wendeltreppen führen. Schmale Durchgänge verbinden die einzelnen Kammern. Man kann sie nur in gebückter Haltung durchlaufen. Höchst unwahrscheinlich also, dass es sich hier um eine Wohnanlage handelt. Das exakte Vermessen der Räume und Nischen liefert den endgültigen Beweis. Die Höhe beträgt 92 cm und die Breite 60. In diesen engen Behausungen haben mit Sicherheit keine Menschen gelebt. Außerdem weisen Ritzsteine im Mauerwerk auf eine rein kultische Bedeutung hin. Die Spirale symbolisierte bei vielen Naturvölkern ewige Wiederkehr, Überwindung des Todes und neues Leben. So wurden diese Hochhäuser einzig und allein für die Toten errichtet, die auf ihre Wiedergeburt warteten. In den schmalen Nischen kauerten die zusammengeschrumpften Mumien verstorbener Könige. Die Jaros stellten sie regelrecht zur Schau und blickten jahrhundertelang voll Ehrfurcht auf diese Galerie des Todes. Längst aber haben Grabräuber die reich geschmückten Leichen gestohlen. Das geschändete Mausoleum von Pirudu liegt heute einsam und verfallen oberhalb des früheren Wohnbereiches. Dort haben französische Archäologen nur ein einziges Haus untersucht und sein Baujahr bestimmen können. 1000 vor Christus. Zu welch sensationellen Ergebnissen käme man erst, wenn hier ausgiebig gegraben würde? Die Totenstätte hier oben auf den baumlosen 4000 Meter hohen Felskämmen wurden bisher kaum erforscht, geschweige denn vermessen. Es gibt auch keine exakten Zeichnungen oder Pläne von ihnen. Die Archäologen haben bisher nur hier und da ein paar Probegrabungen vorgenommen. Das Geheimnis des Jaro-Volkes liegt also weiterhin unter diesen Steinen verborgen. Ihre Kultur aber, so vermuten die Wissenschaftler, hängt eng zusammen mit einem sagenumwobenen Ort weit im Norden, mit Gran Parateng. Gran Parateng liegt am Osthang der Anden, mitten im tropischen Regenwald. Aus dem Kochzelt duftet es verführerisch. Ein sorgfältig zusammengestelltes Ernährungsprogramm ist in dieser Höhe sehr wichtig. Gut gewürzte, vor allem salzhaltige Speisen, genügend Vitamine, viel Tee und Mineralwasser. Hier oben muss man eine Menge trinken, denn die dünne Luft pumpt die Flüssigkeit geradezu aus dem Körper. Über Sinakara, Endstation der Wallfahrt und Schauplatz des anschließenden Festes, das 5 Tage dauern wird. Auch die Indios stärken sich für die anstrengenden Veranstaltungen. Improvisierte Garküchen halten eine preiswerte Mahlzeit bereit. Danke.
Noch immer treffen Pilger ein. Kaum eine Gruppe, die nicht Musik macht. Die Federkronen der Dschungelindianer vor den Gletschern der Anden. Ein Symbol für die magische Anziehungskraft dieses Ortes. Hier am Ende des Tales begegnete im Jahr 1780 ein Viehhirt dem Christuskind. Das Wunder sprach sich schnell herum. Die Kirche steht an der Stelle, wo die Erscheinung in einem Felsen verschwand. Das Allerheiligste des Herrn von Coyoriti filmen wir nicht. Die Indios haben uns darum gebeten. Auf den ersten Blick ein christlicher Wallfahrtsort. Die Pilger lassen ihre Hausaltäre, Heiligenbilder und Reliquienschreine segnen, zünden Kerzen an und opfern Münzen. Aber unter der dünnen katholischen Folie brodeln uralte heidnische Kräfte. Das merkt man spätestens, wenn Hunderte von kostümierten Gruppen ihre rituellen Tänze vorführen, direkt neben der Kirche.